hören. Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku, doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Ein Scharlatan. Definitiv ein Scharlatan. Was wisst ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traf? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ich kenne diesen Sattel. Er gehört der Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Ein Scharlatan. Komm her, du Zwerg. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Ja, wo soll denn der jetzt lang gegangen sein? Ah, der ist hier raus und dann, haha. Bestimmt den Berg nach oben gelaufen. Da oben ist er. Wir müssen reden. Bleib stehen, du Narr! Halt! Bevor es zu spät ist! Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemandem Leid zugefügt. Kann ich die heiße Quelle schnell benutzen? Okay, dann nicht. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht. Nehme ich an. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es tut mir leid.
Oh mein Sag Gott. Mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Hm. Ich habe niemandem Leid zugefügt. Narr. Wie? Frauen die Wahrheit sagen. Er hat einen Headshot bekommen und überlebt. Er hat Schande über den Namen gebracht, Mann. Er ist kein echter Samurai. Wo zum Teufel bin ich hier überhaupt? The fuck? Die Quelle ist in die Richtung. Oh, da kriege ich bestimmt Schaden, wenn ich herunterfalle, ne? Hätte ich seit Tagen nicht geschlafen, hätte ich nur Zeit für ein kurzes Nickerchen. Doch, genug geschlafen. Aufstehen, weiter geht's. Hier ist auch ein Tempel. Ich glaube nicht, dass man in den Ast jumpen kann. Bin ich überfragt, wie soll ich hier hochkommen? What? Oder kann man da doch rüber jumpen? Oh, kann man doch rüber jumpen. Okay. Liegt da unten irgendwas? Das sieht so geil aus. Heftig, ey.
Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlich Schaden zu. Hier gibt es nichts mehr für mich, meine Familie ist tot, mein Zuhause abgebrannt, meine Hoffnung verloren. Wer es liest, möge Genzo von Komatsu Schmiede in seinen Gebeten anschließen, lebe wohl. Okay. Okay, ich frage mal lieber nicht, warum man da hoch kann. Das ist wahrscheinlich nur ein Weg. Ja. Okay. Fürst Sakai, willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Okay. Noch ein Talisman. Holy shit, wie viel kriegt man von den Fängern? Die Geschwindigkeit, mit der sich Gegner bemerken. Okay. Ah. Techniken. Beim Sprinten RAM. Ich hätte schon längst mal welche von denen hier noch. Freischalten sollen. Ich glaube, das kann noch ganz nett sein, weil ich gerne mal mit dem Bogen schieße. Die Frage ist eher, mythische Geschichten sind jetzt verfügbar, suchen Musikanten auf, um Geschichten über legendäre Technik und ihm Vergessenheit geraten Schätze zu holen. Okay, cool. Aber, was ich mal machen wollte, wo war es das Ding? Scheint nicht so, als wenn hier ein Artefakt ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Keybind gibt, um das schnell zu wechseln, die Rüstung. Was ziemlich cool wäre, wenn es das geben würde. Dann können wir ja dann zum Himmelsschlag gehen. Zum Musikant.
Du willst, dass ich da runter gehe. Gegner. Guck mal, hat der einen. Der hat einen Adler. Ernsthaft? Glaubt ihr es hier nicht hochzukommen? Okay. Hallo, hier bin ich. Aua. Wo ist der Reiter hin? Ah, die haben schon wieder gefangen gehalten. Das war das. Stillhalten. Ich dachte, ich sterbe hier, mein Herr. Sie schinden uns wie Sklaven und lassen uns hungern. Ihr seid jetzt sicher. Habt ihr Freunde, die euch helfen können? Ich wurde in Zuzu von meiner Familie getrennt. Ich wollte sie auf dem Weg zum Fischerdorf Ohama wieder einholen, doch am Straßenrand lagerten Mongolen. Ihren Pferden entkommt man nicht. Ich säubere diese Straße. Seid vorsichtig und meidet die Hauptwege. Es sind hier gar keine Gegner. Ich habe alles verloren. Wozu noch weitermachen? Bin so gut wie tot. Schlimm genug, unsere Häuser zu verlieren. Und jetzt hausen auch noch Mongolen darin.
Zu viele Häuser wurden überfallen und niedergebrannt. Vor kurzem überfielen sie ein Haus in der Nähe. Der Mann, der dort lebt, will nicht hier weg. Er bittet weiter um Hilfe. Ich werde ihn suchen. Okay, das machen wir später. Jetzt gucke ich aber in die falsche Richtung, okay. Los jetzt, Kagel! Okay, das ist der Musikant. Susanoo, beschütze mich. Leichen. Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn. Und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Huch. Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Da weint jemand. Oh. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit.
Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Hufspuren. Yasushira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Hä, wo? Mongolen, versteckt euch. Ach, jetzt sind hier doch Mongolen. Verstehe. Oh, hey, Buddy. Wie er noch umgefallen ist. Ach so, der ist wieder am Kriechen. Okay. Ich kann Yasuhira Koga nirgends sehen. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Was hat sie nochmal gesagt? Genau, was hat sie nochmal gesagt? Was hat Yasuhira getrieben? Ein Duellring. Wer sucht danach? Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Ja, vor der steht.
Okay, wenn ich... Ich muss weißblättrige Bäume finden. Ja, der Baum, den ich gesehen habe, der ist ja oben beim Schrein gewesen. Der runtergebrieselt hat. Kann ja nur der gewesen sein. Oder täusche ich mich jetzt? Nee, das kann nur der da oben gewesen sein. Entweder meint er die Bäume. Oder er meint er nach oben. Yasuhira muss hier Blätter gesammelt haben. Reise zum Hain. Achso, okay. Jemand gefoltert. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Schon alles gesagt. Endlich im Hutzo. Find man. Ja, so der Bitte nicht in den Chart, wo ist er? Ich habe ihm schon alles gesagt. Bitte. Unser Hahn nur zu tun. So, Mordschla. Ja, gut. Oh, du Gefühl. Ich habe ihm schon alles gesagt. Ich besitze nichts von euch. Ich bin hier. War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. Oh nein, es geht los. Die Gewitter. Oh.
Schnell, Kage! Yasuhira darf den Himmelsschlag nicht erlernen. Aber ich darf ihn erlernen. Fällt, um hinüberzukommen. Also hier hat Mongolen dabei. Kriegen die das gar nicht mit, ey? Die kann ich, glaube ich, beide nicht umlegen, oder? Okay. Er hat sogar noch runtergeguckt. Ist ja witzig. Das muss Shigenoris Duellring sein. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Yasuhira hat ihn getötet. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Fußspuren. Noch frisch. Yasuhira Koga, der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Shit. Ha, Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Oh shit. Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne.
Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Das war ja echt ein doofer Tod für ihn. Wie soll ich das verstehen? Warte mal. Ich bin verwirrt. Okay, genug rumgespielt hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Schlag schon machen kann, aber so auf Anhieb geht's nicht. Ihr habt größeren Respekt verdient. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Bin mir nicht sicher, ob ich eine Stufe höher stellen soll vom Schwierigkeitsgrad, ey. Schlage ohne Vorwarnung zu wie Jäger der Lüfte. Ah, also man kann am Schwert noch Kits anbringen. Klang von einem eingeschworenen Verteidiger Tsushimas. Der Sturm des Sakai-Clans. Die Insignie des Sakai-Clans. Rechte Hand des Yitö. Yitö? Sag mir Vorwarnung zu... Okay. Ah, das ist ein Schwert? Okay, nicht schlecht. Oh, nice. Schick. Genauso schick wie die Aussicht mal wieder. Aber die Folge ist wie immer länger geworden. Zwei Quests auf einmal gemacht, ne? Aber ich wollte das Ende halt noch sehen. Ich beende die Folge wieder hier und sage schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.